Hallo und herzlich willkommen zu einer Sondersendung von dem Michael und dem Jörg. Es geht hier um die Bibel, um was auch sonst hier auf den Kanälen von uns, und zwar um dieses leidige Thema ein für alle Mal zu behandeln. Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und dazu heiße ich jetzt Sie und euch da draußen an den Geräten herzlich willkommen. Und nicht nur euch an den Geräten, sondern natürlich auch jetzt hier an meinen Co-Mod und derjenige, der mich jetzt hier tatkräftig unterstützt, der sich gerade frisch gestärkt hat und der aus Belgien kommt. Und ihr kennt ihn alle, der Jörg. Moin, moin. Ja, moin, moin, Michael. Jetzt ist es schon so weit, dass ich aus Belgien komme. Ich komme aus Deutschland. Ich lebe in Belgien. Aber ist ja auch wurscht. Also, mal eben ganz kurz vorne ab über die Verschwörungen. Ich bin es ja auch immer müde, Verschwörungstheoretiker und so genannt zu werden. Und ich gebe den Leuten da immer eine ganz klare Antwort drauf. Ich sage immer, die Dinge bleiben so lange Theorie, bis sie untersucht sind und untersucht werden und die Theorie beweist, dass es hier um Fakten geht. Ja? Deswegen ist die Evolutionstheorie eine Theorie, die immer eine Theorie bleiben wird, weil sie ist eine Lüge und lässt sich nicht beweisen. Aber sogenannte Verschwörungen, da muss man eben den Sachen auf den Grund gehen. Und Leute, die immer meinen, von es gibt keine Verschwörungen, fast jeder Mord, der irgendwo passiert, ist eine Verschwörung. Ja? Auch wenn es eben manchmal nur um eine Person geht, dann natürlich dann nicht. Aber eine Verschwörung ist ja, na, ich will ja jetzt auch nicht alles vorwegnehmen, was du sagen willst. Ne? Aber ich meine nur mal eben so, Verschwörung oder Verschwörungstheorie, ja, okay, geh deine Theorie auf den Grund. Und wenn du auf dem Grund Fakten findest, die deine Theorie beweisen und die standhalten, die also der Wahrheit standhalten, wir wissen ja, was die Wahrheit ist, dann ist es keine Theorie mehr. Dann ist man ein Verschwörungsuntersucher. Ja, natürlich. Da ist auch nichts gegen zu sagen, oder? Ja, vielen Dank, Jörg. Das war dann ja eigentlich auch schon das Ende der Sendung. Hat total Spaß gemacht. Nein, aber jetzt mal Spaß beiseite. Eigentlich, glaube ich, werden wir ungefähr zwei Sendungen brauchen dafür. Wir haben nämlich so eine Verbindung zu machen zwischen der Welt da draußen und zwischen der wirklichen geistigen Welt. Also eigentlich zu der Bibel und zwischen dem, was uns da draußen an völligen Gegensatz präsentiert wird. Und das soll jetzt eigentlich so eine kleine Bibelstudie werden. Aber in der ersten Folge, also sprich heute Abend, gehe ich eigentlich so ein bisschen mehr in die weltlichen Dinge rein. Und ich hoffe, dass es dann trotzdem sehr, sehr interessant wird. Weniger amüsant, aber ich hoffe, nichtsdestotrotz amüsant. Also, die Frage ist, oder die Kernfrage ist, gibt es Verschwörungen? Und was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Ich habe da mal was vorbereitet. Da gibt es beispielsweise in der Bibel, in dem Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 23,13 einen einzigen Satz, der schon sagt, dass es damals zu den Zeiten der Apostel, also ungefähr vor 2000 Jahren, eine Verschwörung gab. Mit einem einzigen Satz ist schon ganz klar, dass es Verschwörungen gibt. Und der Satz heißt... Jetzt warte ich auf ein Knacksen und deine Stimme. Ach so, jetzt muss ich das vorlesen, ja. Ich muss nicht. Aber nee, also ich wusste nicht, dass du mich dafür hast hier. Das ist kein Problem. And there were more than 40 which had made this conspiracy. Apostelgeschichte 23, Vers 13. Es waren mehr als 40, welche diese Verschwörung ausführten. Ja, das ist meine Übersetzung übrigens auch, weil ich mich jetzt nicht auf die Schlacht übersetzen Übersetzung da verlassen wollte. Ich habe mir eigentlich jetzt mal nur den englischen Text genommen. Hier steht ganz genau drin Conspiracy. Ja, nichts anderes. Was steht denn in der Schlachter drin? Steht da auch Verschwörung? Ich habe es mir erstmal gar nicht angeguckt von der Schlachter. Das kannst du gerne machen in der Zwischenzeit, weil irgendwann explodieren die ganzen Skripte wieder. Das ist schon viel mehr, als ich eigentlich machen wollte. Kannst du gerne mal gucken in der Zwischenzeit. Für mich war es wichtig, dass wir die Conspiracy hier drin haben, die in der Bibel steht. Ja, eine Verschwörung. Mehr als 40. 40 ist schon eine ordentliche Zahl von Menschen, würde ich sagen. Ne? Das sind mehr als so drei Fußballmannschaften. Also 40 ist schon heavy. Ja. Es waren aber mehr als 40, die diese Verschwörung gemacht hatten, ja. Sagen die Schlachter 2000. Ja, gut. Dann habe ich ein bisschen mehr eloquentes Deutsch da reingebracht, aber sicherlich genauso richtig. Also, gehe ich jetzt erstmal in die weltliche Geschichte rein. Jeder erzählt mir irgendetwas über Verschwörung. Was passiert, wenn ich bei Google, dieser bekannten Suchmaschine, es gibt ja anscheinend keine andere mehr, die Verschwörung eintippe und sage, ich hätte gerne mal ein Bild von einer Verschwörung. Das war das, was bei mir aufgeploppt ist.
Das war ein Buch. Ich kenne den Autor nicht, ich kenne das Buch nicht, ich kenne letzten Endes die Handlung nicht, das ist auch gar nicht wichtig. Mir ging es letzten Endes jetzt hier um die Symbolik. Die Symbolik zeigt ein silbernes Etwas auf einem schwarzen Hintergrund. Silbern und schwarz. Und das ist für mich, wenn ich mich jetzt da nicht vergucke, ein Drache. Ausgerechnet das als Verschwörung, fand ich interessant. Eine Verschwörung, wo jemand einen Drachen zeigt. Guck an. Und was ist mit dem Drachen in der Bibel? Da habe ich was gefunden, habe ich euch mitgebracht. Steht in jeder Bibel drin. Die einen haben es richtig übersetzt, die anderen haben es falsch übersetzt. Das ist jetzt im Augenblick von der Schlachter 2000. Und was ist denn mit dem Drachen, wenn es jetzt hier um eine Verschwörung geht? Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel. Denn die ihr darin wohnt, und die ihr darin wohnt, Entschuldigung, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer. Denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, und er hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Ja, vielen Dank. Hier haben wir doch einen ganz großen Kontrast. Die Himmel sind fröhlich und die, die auf der Erde wohnen, also hallo, wir jetzt hier oder auf dem Meer, die wir also jetzt hier im Materiellen sind, auf der Erde, die haben eben Wehklagen, wehe denen, die wie wir auf der Erde wohnen. Denn der Teufel hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und die Zeit ist langsam abgelaufen. Also deswegen geht in dieser Welt auch immer alles schneller. Das ist der biblische Hintergrund jetzt erstmal, dass man sagen kann, wenn man die Bibel gelesen hat und wenn man die Bibel glaubt, logischerweise, dass es A, Satan gibt, B, dass der aus dem Himmel geworfen wurde und C, dass der einen ganz großen Zorn hat, da er weiß, weil er nur wenig Zeit noch zur Verfügung hat. Also wir sind die Leidtragenden. In dem Sinne jetzt erstmal hier. Wir könnten jetzt in die ganze Schöpfungsgeschichte rein, aber für mich war es nur einfach mal interessant, die Geschichte mit dem Drachen und der Verschwörung und dem Bibelvers. Dann geht's mal weiter. Wer ist denn das? Der Mann heißt Amadeo Antonio. Der Mann, der da sehr, sehr freundlich ausschaut und sehr, sehr ungezwungen mit einer Zigarette da an einem Motorrad posiert, ist ein Namenspatron einer deutschen Stiftung, die sich mit folgenden Sachen beschäftigt. Dieser Amadeo Antonio sollte das neue Deutschland nicht mehr miterleben und seinen Traum auch nicht mehr erleben. In Erinnerung an eines der ersten Todesopfer rechter Gewalt entstand in seinem Namen die Stiftung Amadeo Antonio und viele weitere Initiativen. Das Ziel ist der Einsatz für ein demokratisches Miteinander und gegen jeglichen Rassismus und andere Formen der Menschenfeindlichkeit, damit Hass und Gewalt der Vergangenheit angehören. Ja, das wäre schön. Das würde dann aber auch bedeuten, dass Satan nicht mehr da wäre. Hass und Gewalt hat mit Christentum nichts zu tun. Immer gegen das Christentum wird immer Hass und Gewalt gesprochen. Und deswegen können wir jetzt auch direkt diese Stiftung absolut beruhigen, indem wir sagen, wir gehören nicht dazu. Wir sind nämlich jetzt letzten Endes hier gegen jeglichen Rassismus und gegen jegliche Form der Menschenfeindlichkeit, denn wir sind Anhänger Jesu Christi. Na? Also, so viel mal eben dazu. Diese Stiftung hier, die in Deutschland sehr, sehr bekannt ist, die unter anderem auch illustre Mitstreiter hat, beispielsweise die in meiner Serie der Television in Folge 9 benannte Julia Schramm, die ja da Politikwissenschaftlerin ist und auch gegen diese ganzen furchtbaren Auswüchse im Internet arbeitet. Die haben jetzt hier, diese Stiftung hat einen Verschwörungsmythos, Verschwörungstheorie und Ideologie Handbuch rausgegeben. Ja? Begrifflichkeit, ne? Die erklären uns jetzt, was eine Verschwörungstheorie oder Mythos oder eine Erzählung ist, wo die Unterschiede liegen, welche Kritik es gibt und so weiter und so fort. Und die erklären uns jetzt, und wir müssen jetzt uns darauf verlassen, das ist eine Stiftung. Ja, die machen das gemeinnützig. Und die
sind die Experten. Die sagen, eine Verschwörung ist eine geheime Absprache einer Gruppe von Menschen, die durch den Einsatz bestimmter Mittel ein bestimmtes Ziel verfolgt. In der Regel geht es um Machterhalt oder Machterwerb. Oh, da war mal was in der Bibel mit Lukas 4, wo Satan gesagt hat, dass alle Macht dieser Welt ihm übergeben ist. Ja, und das ist jetzt dieser Vers. Wenn jetzt jemand sagt, von wegen, es geht sich gegen Machterhalt oder um Machterhalt und Machterwerb und so weiter, dann geht es sich genau um diesen Vers, wo Satan aussagt in Lukas 4, dass er die Macht auf dieser Welt hat. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Jesus antwortete ihm und sprach, weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ja, genau. Und deswegen finde ich das gut, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung da uns hilft, indem sie halt jetzt sagt, es geht immer, in der Regel zumindest, also normalerweise geht es sich eben um Machterhalt und so weiter und so fort. Und da sind wir nämlich genau bei dieser Geschichte jetzt hier, Lukas 4, 6. Ne? Diese Macht und Herrlichkeit, also Machterwerb, Machterhalt, sind wir genau bei Lukas 4, 5. So einfach und eigentlich auch so problemlos und schnell geht das, wenn man sich in der Bibel unterwegs ist. So. Diese Stiftung sagt, der Begriff Verschwörungstheorie ist sehr weit verbreitet und wird meist abwertend verwendet und von Verschwörungsideolog, Pünktchen, Sternchen, GenderkorrektorInnen als abwertend empfunden. Eine Theorie ist demnach eine Spinnerei, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, was natürlich falsch ist. Ja? Jetzt selber korrigieren Sie sich ein bisschen und sagen, der Begriff der Theorie ist allerdings irreführend, weil er vorgibt, eine theoretische Grundlage zu haben, die wissenschaftlichen Standards entspricht. Dies ist bei Verschwörungsideologien jedoch nicht der Fall ist. Ist jetzt kein Spaß. Ist jetzt wirklich kein Spaß. Ja? Ich mache diese Seite auf. Ist jetzt kein Spaß. Guckt euch das an. Eine Verschwörungstheorie ist demnach eine Spinnerei, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Der Begriff der Theorie ist allerdings irreführend, weil er vorgibt, eine theoretische Grundlage zu haben, die wissenschaftlichen Standards entspricht. Das ist bei Verschwörungsideologien jedoch nicht der Fall. Ja, das ist ein Ist zu viel. Ja, eben. Das letzte Ist ist verkehrt. Ja. Was mir gerade auffiel, ist der Verschwörungsmythos. Verschwörungsmythen beziehen sich in ihrer Feinddarstellung auf ausgedachte Gruppen. Reptilioiden, die Weisen von Zion, Illuminati etc. Die Illuminati sind ja nun mal keine ausgedachte Gruppe. Es ist geschichtlich bewiesen, dass die Illuminaten eine Gruppe sind, die Bestand hatten. Und es ist ein Mythos, dass sie den nicht mehr haben. Ja? Aber die Illuminati, die von Adam Weishaupt gegründet wurden, da gab es sogar vorher schon eine spanische Gruppe, die hieß Los Alumbrados. Das ist geschichtlich verifiziert. Also ist das total unglaublich und eine Lüge, was die auf dieser Seite schreiben. Ja, ich wollte mal aussagen jetzt hier mit deren Hypothese, dass es einem wissenschaftlichen Standard entsprechen muss, eine Theorie. Eine Theorie muss erstmal überhaupt keinem Standard entsprechen. Wenn man halt sagt, da gibt es zwei Menschen, die haben gerade einen Mord geplant oder irgendetwas anderes, da brauche ich keine wissenschaftlichen Standards für. Okay? Das ist eine Theorie. Ja, das ist genau. Einfach eine Theorie. Ja, eine Theorie muss keine Wirtschaftstheorie sein oder keine Wissenschaftstheorie sein. Es kann auch genauso gut eine politische Theorie sein oder irgendetwas anderes. Das muss keine wissenschaftlichen Standards entsprechen. Das ist mal wieder so typisch. Ne? Aber es wird halt noch... Du kennst doch auch ein Stammtischgespräch. Nimm doch nur mal an. Theoretisch. Mhm. Das ist dann alles wissenschaftlich, muss das dann belegt sein oder was, weil das theoretisch ist? Ja, deswegen sage ich ja, also man muss da jetzt, deswegen, ich wollte mal direkt jetzt diese Menschen halt einfach jetzt auch mal sagen, wir sind jetzt hier Christen und hier geht es gar nicht gegen irgendjemanden, hier geht es nur um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und sonst gar nichts. Ja? Die Stiftung sagt, als Verschwörerinnen werden außerdem Gruppen benannt, die wirklich existieren. Ach, guck. Beispielsweise Geheimdienste, politökonomische Gruppen oder wohlhabende Familien, ohne jetzt zu sagen, wen die damit meinen. Gut, kann man sich ja da vielleicht irgendetwas anders zu denken.
Aber interessant, dass es also wohl tatsächliche Verschwörer gibt. Also wenn es Verschwörer gibt, dann gibt es ja wohl auch Verschwörungstheorien, weil dann kann man ja sagen, gut, da ist man schon mal irgendwie ein gebrandmarktes Kind und man hat schon mal erlebt, dass irgendwelche Leute sich hinter dem eigenen Rücken eventuell in der Familie gegen einen verschworen haben. Ja? Wie gesagt, also das wird hier alles nicht ganz richtig dargestellt, ne? Darf ich da noch mal ganz kurz drauf? Wenn du noch mal kurz hochscrollst, bitte. Ja, danke, danke. Ich wollte das mit den Geheimdiensten, wollte ich noch mal gerade eben hören. Also die Seite sagt hier selber, und auch jede Regierung gibt zu, dass es Geheimdienste gibt. Ja, was sind denn Geheimdienste? Das kommt später. Dem ganz einfach dem Namen. Na ja, aber Entschuldigung, weiß ich gar nicht, was du noch alles geplant hast. Muss ich meine Schnauze halten? Nein. Okay. Geheimdienste sind Organisationen, die Dinge im Verborgenen tun. Nun, was die Bibel dazu sagt über Dinge im Verborgenen, unter anderem Jesaja 29,15, glaube ich, wenn ich mich jetzt irre, Ja. ist eine Sache. Aber geheim heißt doch, dass die etwas ausbaldowern, was die große Gemeinschaft nicht wissen darf. Das ist doch das Protobeispiel einer Verschwörung. Wenn bestimmte Menschen irgendwelche Dinge vor anderen großen Menschen geheim halten. Das ist für mich der Prototyp einer Verschwörung. Und da sagen die hier, als Verschwörerin werden Gruppen benannt, die wirklich existieren, Geheimdienste. Ja, natürlich sind das Verschwörer. Es ist doch absoluter Quatsch, dass man sowas in eine Verschwörungsideologie oder Verschwörungstheorie reinpackt, wenn der Name der Organisation Geheimdienst schon weggibt, dass sie eben Dinge im Verborgenen machen. So, das musste mir jetzt mal eben von der Seele reden. Ja, deswegen, wie gesagt, das ist halt, man muss da schon mal genau hingucken, wenn einem etwas erzählt bekommt, ne? Also von daher gibt es also eine ganze Menge Sachen, die natürlich auch völlig abstrus sind im Internet und nicht nur da, ja, sondern auch, ja, sich dann nachher herausstellen. Beispielsweise Verschwörungen, Erzählungen können wahr sein, Überwachung von Telekommunikation durch Geheimdienste. Leute, das gibt es seit Jahrzehnten in Deutschland alleine schon. Da gibt es eigene Stationen in Deutschland dafür. Das ist ja steinalt. Ja? Aber gleichzeitig hier hinzugehen und dann zu sagen, wann sind Verschwörungsideologien oder Mythen antisemitisch, die sind immer strukturell, immer antisemitisch, ist einfach falsch. Es ist einfach völlig falsch. Es gibt Dinge, die halt auch im kriminellen oder in sonstigen Milieu stattfinden, die überhaupt nichts mit irgendwelchen Volksgruppierungen zu tun haben, die übergreifend sind oder die meinetwegen nur als ein plakatives Beispiel zu nehmen, im asiatischen Raum entstehen. Das ist halt völlig Unfug. Ja, jetzt einfach hier hinzugehen und jetzt pauschal alles über einen Kamm zu scheren, ist einfach falsch. Und wenn jetzt jemand sagt, von wegen jetzt hier eine jüdische Verschwörung, in welcher Form auch immer, ja, da bitte ich mal eins zu berücksichtigen. Und das kommt jetzt direkt hinter dem Aussatz hier von der Frau Kahane, ja, die dann sagt, dass also Kinder und Menschen mehr aushalten müssen. Das ist die sogenannte Ambiguitätstoleranz. Und das hat eben damit zu tun, um Menschen jetzt direkt, die irgendwie etwas mit Verschwörungen beispielsweise zu tun haben oder aufdecken möchten, direkt als Rassisten oder als wie hier oben, ne, als semitisch und so weiter dann darzustellen oder antisemitisch eben. Ist völlig falsch. Ja? Die Dame übrigens, die also dieser Stiftung vorsteht, ist eine deutsche Journalistin und damals war sie von 1974 bis 1982 inoffizielle Mitarbeiterin der DDR-Staatssicherheit Stasi. So, und seit 1998 ist sie jetzt hier Initiatorin genau dieser Stiftung. Und das hat eben nichts damit zu tun, dass jetzt jede Verschwörungstheorie oder jede Theorie eines Hinterhaltes, einer Hinterhältigkeit, dass die in irgendeiner Art und Weise rassistisch geprägt ist. Ja, das ist völlig unfugig. Einem Mörder, einem Dieb, einem Räuber ist es unter Umständen völlig egal, welche Opfer er hat. Hauptsache, dass er an sein Ziel kommt. Also das ist völlig übergreifend. Ja? Und ich möchte halt einfach jetzt diesen Mitarbeitern und diesen Menschen, die vielleicht dieser Meinung anheimkommen, einfach jetzt einfach mal Folgendes sagen. Bitte seid einfach völlig beruhigt. Da wir nämlich als Christen alle Menschen lieben und nicht an die Evolutionslehre von Charles Darwin, die auch gar nicht von ihm ist, mit ihrer Rassentheorie glauben, weil das Ding heißt ja von dem Ursprung der Arten, ja, durch die Art der naturalen Selektion, ja, or the preservation of favored races in the struggle for life. On the origin of species by means of natural selection, on the preservation of favored races in the struggle for life.
zu Deutsch über die Entstehung der Arten durch natürliche Auslese oder die Erhaltung der begünstigten Rassen im Kampf ums Leben. Hier haben wir Arten drin, hier haben wir natürliche Auslese drin und begünstigte Rassen und einen Kampf auch. Und damit haben wir nichts zu tun. Wir haben mit Rassen nichts zu tun. In der Bibel gibt es nur eine Rasse und das ist der Mensch. Ja, im Gegenteil, wir sind Jesus Christus verpflichtet, der als Sohn Gottes unter dem Volk der Juden geboren wurde. Das heißt, der Sohn Gottes wurde im Volk der Juden geboren. Also wer uns da anfeinden will, der hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und der hat auch die Bibel nicht gelesen und nicht verstanden. Und deswegen vor allen Dingen, Michael, das muss ich mal kurz einwerfen, weil wir uns auch Römer Kapitel 11, Vers 11 verpflichtet fühlen. Ja? Und das muss ich jetzt mal eben auf meiner Schlachter hier aufmachen. Ich habe es auch noch nicht in meiner eigenen übersetzt. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Vers. Und Paulus sagt hier, ich frage nun, er spricht hier von den Juden, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also wir Heiden, die dadurch, dass wir das Evangelium bekommen haben, sind mehr oder weniger dazu aufgerufen, die Juden zur Eifersucht zu reizen. Die Frage ist jetzt, zu welcher Eifersucht denn? Ja, zu der Eifersucht der Erlösung durch Jesus Christus, die wir Christen angenommen haben und die die Juden ablehnen. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass so viele wie möglich Juden gerettet werden, steht hier mit anderen Worten. Ich kann die aber nicht retten, wenn ich sie verfolge und vergase, sondern ich kann sie retten, wenn ich ihnen das Evangelium bringe. Also von einem Christen, einem wahren Christen zu behaupten, er wäre gegen die Juden, würde bedeuten, dass man zu ihm sagt, du lebst nicht die Bibel, die du predigst. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Römer 11, 11. Durch den Fall der Juden wurde das Heil den Heiden zuteil, um die Juden zur Eifersucht zu reizen. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Und den erreicht man nicht mit Verfolgung, Unterdrückung oder Hass. Das nur mal eben dazu, Michael, von mir. Und man muss auch dazu sagen, dass im Dritten Reich damals, was gegen die Juden war, das letzten Endes die Juden ausgegrenzt hat, die Juden als minderwertig dargestellt hat und die Juden dann deportiert hat, ich denke, darüber sind wir uns ja alle einig, ja, dass das eine antichristliche Geschichte gewesen ist. Ja, das hat nichts mit Nächstenliebe zu tun. Es hat letzten Endes viel damit zu tun, dass sich die eine Rasse der anderen Rasse gegenüber erhaben fühlt. Und damit haben wir nichts zu tun. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Im absoluten Gegenteil. Ja, und Jesus Christus war Jude. Also war das eine antichristliche Geschichte. Und antichristlich heißt satanisch. Weil Satan, der Drache, den ihr am Anfang gesehen habt, das ist der Widersacher Jesu Christi. Satan heißt der Widersacher. Widersacher gegen Jesu Christi. Ja, und nun war das also eine satanische Geschichte, das Dritte Reich. Das ist ganz einfach. Es war gegen Christus. Christus, auch wenn da irgendwelche christlichen, angeblich christlichen Sachen mitgemacht haben, es ging gegen die Juden. Und damit geht es auch gegen das Volk Jesu Christi, unter dem er damals, zum Zeitpunkt, als er hier auf der Erde gelebt hat, für 33 Jahre, geweilt hat und unter denen er gelebt und halt gepredigt hat. Ganz einfach. So, die Frage ist, von wem wurde denn gekreuzigt? Lies deine Bibel. Ich sag mal so viel, von einem anderen Volk, wenn wir da schon bei sind. Und dieses Volk ist eben für Verschwörungen bekannt. Und das sind die hier. Das sind nämlich die Menschen, die damals, ungefähr 50 Jahre, 60 Jahre, 70 Jahre, muss ich selber im Kopf rechnen jetzt hier, ungefähr 80 Jahre vorher auch eine Verschwörung gemacht haben gegen Julius Caesar. Und das ist ein Fakt. Das hat auch nichts mit Antisemitismus zu tun, ne?
Julius Caesar war Römer. Und er ist gefallen von seinen eigenen Leuten sozusagen. Das ist jetzt hier nur ein Buch. Das ist der Wikipedia-Eintrag dazu. Der Wikipedia-Eintrag lautet: Gaius Julius Caesar, geboren 13.07. 100 vor Christus, gestorben 15. März 44, genau da in Rom. Wir reden von Rom, der Weltstadt oder der angeblich ewigen Stadt. Nichts ist ewiglich hier. War ein römischer Staatsmann, Feldherr und Autor, der maßgeblich zum Ende der Römischen Republik und zu ihrem späteren Umwandlung eine faktische Monokratie beitrug. Also da ist nichts mit Republik oder mit Demokratie oder irgendetwas. Der Name Cäsars wurde zum Bestandteil des Titels aller nachfolgenden Herrscher des römischen Kaiserreichs. Ein ganz, ganz wichtiger Satz. In der römischen Spätantike und im Byzantinischen Reich bezeichnete der Titel Cäsar einen Mitherrscher oder Thronfolger. In den entlehnten Formen Kaiser und Zar wurde der Name später auch zum Titel der Herrscher des Heiligen Römischen, des Österreichischen, des Deutschen, des Bulgarischen, des Serbischen und des Russischen Reiches. Ein Cäsar. Hier mal ganz grob rausgepickt, ein Überblick über die großen wichtigen Stationen: Geburt, Hochzeit, Verfolgung, Rückkehr nach Rom. 73 vor Christus wird er Pontifex und 68 wird er Quästor und 63 wird der Pontifex Maximus, der oberste Brückenbauer, weil mehr als Maximus geht einfach nicht. Ihr denkt jetzt bitte nicht an diese Prinzessin Maxima oder wie die da heißt, ja, sondern das ist letzten Endes jetzt hier der Titel des Allerobersten, der quasi dann der, ja, dem römischen Kaiser entspricht, also der über den Königen steht, also der Oberste der Obersten. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Caesar wurde gewählt als Pontifex Maximus in 63 BC. 63 BC heißt vor Christi Geburt. Da ist er schon der Herrscher gewesen, der von sich behauptet hat, dass er alles ineinander vereint und dass er derjenige ist, über dem niemand mehr drüber steht. Also quasi, wenn wir so wollen, der spirituelle und auch der materielle Führer in dem Römischen Reich. Interessant ist auch das Bild von dem Träger Hier, ne? an seiner Linken, der das Fasci Genau. da hält. Das ist nämlich ein Zeichen, das sollte eigentlich jeder erkennen, der schon mal den amerikanischen Kongress gesehen hat. Da ist das nämlich auch rechts und links vom Rednerpult, nur mal eben so nebenbei. Genau. Wissen ja die Leute, die bei uns Herrscher des Bösen mitverfolgt haben. Und von daher. Aber wollte ich nur mal eben erwähnen. Naja, das ist völlig richtig. Das sieht man hier auch schön, ne? Ja, und er hat eben seinen Siegeskranz da auf, seinen Lorbeerkranz, ne? Ist auch Corona genannt, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und hier habt ihr mal eine etwas modernere Form. Im Vatikan, da steht Pontifex Maximus. Ja, das ist nämlich der Titel, den der Papst inzwischen trägt. Also beispielsweise hier auf einer Medaille von Benedikt, in Anführungsstrichen, wir sind Papst, Anführungsstriche weiter, Pontifex Maximus im Jahre 2005, wo ein Deutscher das oberste Amt der römisch-katholischen Kirche innehatte. Pontifex Maximus. Derselbe Titel, den Caesar vor über 2000 Jahren hatte. Und damit ist doch wohl auch ganz klar, wer die Nachfolge da jetzt angetreten hat. Dieses Bild hat mir freundlicherweise der Jörg heute zur Verfügung gestellt. Das ist ein Bild von natürlich dem jetzigen Papst Franziskus in diesem Auditorium, dieser Schlangenhalle da. Aber es zeigt letzten Endes jetzt hier ein Zitat, welches natürlich der Jörg am besten kennt. Ja, das kommt aus seinem Distorsi. Das ist also eine der Arbeiten, die der Papst Pius der IX. Gemacht hat, der ja auch den Syllabus der Fehler 1864 veröffentlicht hat. Und in seinem Distorsi sagte er auf Seite 253: Der Cäsar, der sich nun an euch richtet und welchem allein Gehorsam und Treue ihr schuldig seid. Das ist im Grunde eine Fortsetzung dessen, was Papst Boniface VIII. 1302 in seiner Bulle Unam Sanctam bereits gesagt hat, in der er meinte, dass es für die Erlösung einer jeden menschlichen Kreatur unerlässlich sei, um Subjekt des römischen Pontiff zu sein. So, und jetzt du.
Ja, und damit siehst du schon, dass es also jetzt, das ist ja jetzt schon wieder weit über 100 Jahre her, das war 19. Jahrhundert, wo du das gesagt hast, Papst Pius IX. Und Unam Sanctam war 1302, also über 700 Jahre her. Das heißt, so lange sind die Päpste die Nachfolgeorganisation, wenn man so will, des Anführers des Römischen Reiches und damit auch der oberste Brückenbauer zwischen Erde und Himmel oder Himmel und Erde, je nachdem, von welcher Seite man das betrachtet. So viel mal eben dazu. Es geht sich jetzt im Augenblick hier um Julius Cäsar. Ich wollte halt einfach nur mal die zeigen, dass es da letzten Endes jetzt hier eine Nachfolgeorganisation gibt, die nennt sich Vatikan bzw. die römisch-katholische Kirche, die eben sagt, dass ihr eben der Titel Pontifex Maximus ja einfach gehört. Und damit hat er sich ja auch selber als Cäsar, als Obersten des Römischen Reiches bezeichnet. Kann ja jeder mal selber darüber nachdenken, was das bedeutet. Es geht sich im Augenblick ja um Verschwörungen und den Julius Cäsar. Also, weiter im Text zu dem Attentat. Inzwischen hatte sich im Senat unter den Anführern Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius Longinus heimlich eine recht große Gruppe gebildet, die entschlossen war, Cäsar zu töten. Hier haben wir einen Mordkomplott. Heimlich. Viele dieser Senatoren, auch Brutus, hatten in den letzten Jahren zuvor zu den Anhängern und Günstlingen Cäsars gezählt. Sie glaubten jedoch seit seiner Ernennung zum Diktator Perpetuum. Oh, guck mal hier, da geht es ja gar nicht um eine Republik, da geht es ja auch gar nicht um eine Demokratie und auch um eine Demokratur, da geht es sich um eine Diktatur. Nicht mehr daran, dass er wie einst Sulla. Ewig, ewig währende Diktatur selbst, Michael. Diktator Perpetuo. Perpetuo kennt man natürlich vom Perpetuum mobile. Ja. Ja? Das heißt also eine fortwährende Diktatur. Das heißt, diese Regierungsform in Rom war dafür gemacht, um so bis in alle Ewigkeit zu bleiben. Diktator Perpetua, so verstehe ich das zumindest. Ja, also wir sehen hier, das geht sich halt um die, auf die Machtkonzentration auf einen Menschen. Und da haben wir doch eigentlich genau dieselbe Geschichte wie jetzt im Vatikan. Da geht es ja auch darum, dass der Papst laut dem Vatikanischen Konzil unfehlbar ist, wenn er von der Kanzel spricht, ad cathedra. Da Cäsar sich nun unbestreitbar als Tyrann entpuppt habe, müsse er sterben, um Rom die Freiheit zurückzugeben. Dass dies zugleich bedeutete, gegen römische Grundwerte wie Pietas und Amicitia zu verstoßen, nahmen die Attentäter die vielfach persönlich in Cäsars Schuld standen in Kauf. Jetzt kommt der Satz, der steht in Wikipedia. Also, das ist keine Theorie, dieser Satz. Der ist tatsächlich da in Wikipedia vorhanden. Zitat: Obwohl über 80 Senatoren in den Anschlagsplan eingeweiht waren, gab es keinen Verräter. Das immer zu dieser Theorie, das ist ja so eine große Absprache, geht sich ja jetzt hier eine große Gruppe, eine recht große Gruppe, wird ja jetzt zugegeben, dass wenn es eine große Gruppe von Menschen gibt, die eingeweiht sind, also initiiert sind, ja, da gibt es keinen Verräter. Viele sagen, das kann gar nicht sein, wenn man so eine große Verschwörung hat, dann muss es da immer irgendwelche Mitwisser geben und dann sagt irgendjemand irgendetwas. Tja, wenn aber derjenige dann in Lebensgefahr schwebt, wenn er dann etwas verraten würde, dann hält hier eben dann jeder den Mund. Hier steht drin, über 80 Senatoren sind eingeweiht worden, also initiiert, gab keinen Verräter. Cäsar wurde am 15. März 44 vor Christus von einer Gruppe Senatoren um die gerade genannten Marcus Junius Brutus und Gaius Cassius Longinus während einer Senatssitzung, also quasi während einer politischen Sitzung im Theater des Pompeius durch zahlreiche Dolchstiche ermordet. An der Tat waren über 60 Personen beteiligt. Also 60 Personen waren an der Tat beteiligt. Und 80 Personen wussten mindestens davon. So viel mal eben zu, gibt keine Verschwörung. Die Verschwörung wird auch zugegeben, auch von der Stiftung, die wir eben behandelt haben. Aber das Thema ist, dass gerade in Rom ein Attentat geplant worden ist, was nicht nach draußen gedrungen ist. Also in Rom hat man es mit der Verschwiegenheit, da gab es 80 Senatoren und keinen Verräter. Und gleichzeitig gab es 60 Menschen, die an der Tat beteiligt waren. Ob die jetzt alle zugestochen haben, ist jetzt gar nicht relevant. Ja, aber relevant ist, es ist kein Einzeltäter gewesen, ne? Niemand, kein Einzeltäter, ne? Nicht so wie bei John F. Kennedy irgendwie, nein, kein Einzeltäter, sondern es waren hier ganz, ganz viele Menschen beteiligt, weil die hatten alle keine Lust darauf, dass die unter einem Diktator herrschen wollten. Die wollten letzten Endes alle wohl irgendwie wieder ihre Macht zurück. Die Geschichte sagt, das kann man nicht verifizieren. Am Morgen des Tages erwog Cäsar, der Senatssitzung fernzubleiben, weil seine Frau Calpurnia die Katastrophe aufgrund von Albträumen vorausgeahnt haben soll. Können wir nicht beweisen, wäre aber eine nette Anekdote.
So, das konnte nicht verhindert werden, denn was nicht verhindert werden kann, wird auch nicht verhindert werden können. Wir sind ja der Meinung als Christen, dass letzten Endes alles vorbestimmt ist und dass letzten Endes das, was stattfinden soll, auch stattfinden wird. Von daher kann man da als Mensch nur ganz, ganz minimalen Einfluss auf gewisse Dinge machen. Selbst wenn man den Cäsar warnt und so weiter, wenn der umgebracht werden soll, wird er auch umgebracht. Auch wenn jetzt jemand das vielleicht pietätlos findet, aber so läuft die Sache nun mal halt. Ansonsten gäbe es auch keine Prophezeiungen in der Bibel, denn die bewahrheiten sich dann immer, die Prophezeiungen in der Bibel. Und wie könnte das sein, wenn dann plötzlich irgendwelche anderen Menschen sagen, ah, ich habe da aber eine andere Idee oder ich habe heute keine Lust, ich habe einen schlechten Tag, ne, ich fahre da nicht hin oder ich bleibe einfach der Geschichte fern. Geht nicht. Also wenn etwas vorbestimmt ist in der Geschichte durch Gott und diejenigen, die an Gott nicht glauben, dann meinetwegen glauben die an andere Dinge, aber es gibt eben keine Zufälle, außer die Sachen, die einem zufallen und man ist nie am falschen, zur falschen Zeit am falschen Ort, man ist eigentlich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn alles andere wäre ein Verlesen des Wortes Zufall und der ist nach Ansicht eines bekannten deutschen Dichters Gotteslästerung. Ja, machen wir weiter. Vor dem Senatsgebäude traf Cäsar auf seinen Freund und Mitkonsul Marcus Antonius, der von Gaius Trebonius abgelenkt wurde. Auch eine unterwegs erhaltene Schriftrolle des griechischen Philosophielehrers Artemidoros, die Details zur Verschwörung enthielt, vermochte Cäsar nichts zu warnen, denn er überreichte sie einem Mitglied des Stabs, um sie später zu lesen. Am Tag seiner Ermordung stieß Cäsar auch auf den Eingeweideschauer, also, wenn man so will, jemand, der halt so eine Vision dann halt irgendwo sehen will, in die Zukunft voraussehen möchte. Haruspex Spurinna, der ihn aufgrund einer Eingeweideschau, wir gehen da jetzt nicht weiter drauf ein, schon einen Monat zuvor vor einer spätestens im Iden des März sich realisierenden Gefahr gewarnt hatte. Ja, aber das hat eben nicht funktioniert, weil es nicht funktionieren sollte. Und somit sind wir eigentlich auch schon mit Cäsar schon fast zu Ende. Ja? Und interessanterweise steht jetzt hier drin, bei einer Ermordung soll Cäsar auf Griechisch seine berühmten letzten Worte an Marcus Brutus gerichtet haben. Das kennt ja jeder irgendwie, ne? Auch du, mein Sohn. Das ist aber nicht verifizierbar. Eventuell waren seine Verletzungen zu schwer und wie auch immer. Auf jeden Fall, der Marcus Tullius Cicero war politisch ein Gegner Cäsars, aber an der Verschwörung nicht beteiligt. Er war Zeuge der Tat und schrieb später in einem Brief an seinen Freund Titus Pomponius Atticus, Zitat, dies sei das gerechte Ende eines Tyrannen gewesen. Aus. Quelle: Cicero ad Atticum 14,4. 14,14,4. Den Mord an Cäsar bezeichnete man auch deshalb als Tyrannenmord. Und das, da konnte ich mich natürlich nicht, ohne jetzt zu sagen, guck mal hier, ne? Tyrannenmord, also als Rechtfertigung natürlich. Ne? Das ist ein Tyrannenmord, deswegen haben die Senatoren gesagt, wir mussten den loswerden. Die hätten den auch absetzen können, ne? Im Übrigen mal. Ne? Angeblich ist er ja gewählt worden oder er hat sich selber ernannt. Man hätte den auch politisch abwählen können. Nein, man hat ihn umgebracht. Man wollte ihn für ein für alle Mal, dem war irgendwie zu gefährlich, man wollte ihn mal loswerden. Man hat also ihn direkt umgebracht. Das ist nicht nur antichristlich und wobei Christus damals noch gar nicht auf der Welt gewesen ist, aber die Bibel gab es ja schon. Aber wir reden ja hier auch bitte schön von Rom und Rom ist immer der Widersacher Jesu Christi gewesen. Rom sind diejenigen gewesen, die die Christenverfolgung gemacht haben. Oh, kommt da jemand ins Nachdenken vielleicht? So, dieser Tyrannenmord beispielsweise ist eine andere Bezeichnung, eigentlich die esoterische Bezeichnung, die esoterische Bezeichnung für Inri. Die meisten denken an diese Kreuzinschrift Inri, dass das steht für Jesus von Nazareth, der König der Juden. Ja? Aber eigentlich steht das, wenn man sich mit den Jesuiten beschäftigt, für Justum Neca Regis Impius. Und da, glaube ich, schacht der Jörg mit seinen Hufen, oder? Also erstmal möchte ich damit anfangen zu sagen, Inri stand auf keinem einzigen Kreuz, wo Jesus Christus dran geschlagen wurde. Es steht bei vielen Leuten im Kopf graviert und in der römisch-katholischen Kirche, wenn man da reingeht und man schaut sich ein Kruzifix an, das ist nämlich der Unterschied zwischen einem Kreuz und einem Kruzifix. An einem Kruzifix hängt immer eine Puppe, die Jesus Christus darstellen soll. Und darüber stehen dann die Buchstaben Inri, die, wie Michael gerade korrekt gesagt hat, dafür stehen Jesus Christus, König der Juden. Ja? Oder Jesus der Nazarener, König der Juden. Auf jeden Fall gab es diese Anschrift oder Einschrift im Kreuz nicht. In der Bibel steht ganz deutlich drin, dass der Satz Jesus Christus, König der Juden,
in Hebräisch, Griechisch und Lateinisch auf der Tafel stand. Keine INRI, also lateinische Abkürzung. Keine Ja? Abkürzung als solche, ne? Genau. Nein, ist voll ausgeschrieben in drei Sprachen. Ja? Und keine Abkürzung, von daher. Und jetzt eben dazu, was sagt das denn? Was heißt das denn, INRI? INRI steht für, wie Michael hier gerade eben so schön übersetzt hat, wenn wir jetzt das Bild nochmal. Das steht für, es ist gerecht, ungläubige oder ketzerische Könige, wobei ungläubig und ketzerisch mehr oder weniger dasselbe ist, Regierungen oder Herrscher auszurotten oder zu vernichten. Ja, also die lateinische Sprache lässt viel Interpretation zu und deswegen kann man diese ganzen Worte darin gebrauchen. Das ist also so richtig. Es ist gerecht, ja. Ich habe früher, als ich das erste Mal gelesen habe, gedacht, it is just, es ist nur. Ich habe just mit nur übersetzt, bis mir dann mal irgendwann klar wurde von Jörg, just übersetzt man auch mit gerecht. Justice, nicht nur mit nur. Ne? Es ist nur, um das zu machen. Nein, nein, es ist gerecht, das zu machen. Und ja, wenn wir darüber jetzt anfangen zu diskutieren, dann kommen wir in die Moral der Jesuiten oder in die Moral der römisch-katholischen Kirche. Dann sind wir morgen noch nicht fertig. Weil dann müssen wir über die ganzen Moraldoktoren der römisch-katholischen Kirche sprechen, die da 25.000 an der Hand sind, wahrscheinlich ungefähr. Für mich ging es natürlich darum zu sagen, dass es hier eine bewiesene, dokumentierte Verschwörung von Weltniveau in Rom, wo man einen Tyrannen aus dem Weg geräumt hat, unter der Ägide zu sagen, es wäre gerecht gewesen, denn das ist ein Tyrann gewesen. Das haben wir ja hier genau in Cicero ad Atticum 1414. Das ist interessant, oder? Und Ich gehe da. auch mal davon aus, dass der Spruch INRI viel älter ist als der Jesuitenorden, der ja erst knapp 500 Jahre Ja, besteht. natürlich, natürlich. Aber das kann ja, das wird ja höchstwahrscheinlich so sein, dass sie sich also dem da bemächtigt haben. Denn schließlich sind die Jesuiten ja vom Papst in Rom 1540. 1534 wurden sie gegründet von Loyola in Paris und 1540 wurden sie ordiniert von Paul dem Dritten. Und 1543 oder 42, 1542 war, glaube ich, die Übernahme von den Dominikanern der Inquisition. Gut, also so sieht's aus. Deswegen glaube ich, dass die Jesuiten sich da die Anleihe gemacht haben an dem Mord an Julius Caesar, weil im vierten Eid der Jesuiten letzten Endes dann auch klar ist, dass man jeden und alles umbringen darf, zumindest laut deren Doktrin. Ja, die haben Ja, also nichts mit. wenn das Ziel gerecht ist, dann ist auch jeder Weg, dieses Ziel zu erreichen, gerecht. Oder jedes Mittel, um dieses Ziel zu erreichen, gerecht. Oder, wie man so schon sagt, der Zweck heiligt die Mittel. Ja, können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt hier über eine bewiesene Verschwörung reden, die unter dem Ziel, dass alle Mittel recht sind und dass Tyrannen ermordet werden dürfen, auch genau dem Motto der Jesuiten entspricht, die genau eben von Rom dann 1540 ermächtigt wurden. So viel mal eben dazu. Das ist nur die Einleitung von den ganzen Sachen, die jetzt nicht noch kommen. Ja? Und dann glauben die Leute immer, dass die Römer spinnen. Das sagt jetzt hier der dicke Obelix in Asterix und Obelix natürlich. Als so geflügeltes Wort, die spinnen die Römer, aber die wissen eigentlich genau, was sie tun, die Römer. Die Leute, die die Comiczeichnungen sehen, die wissen eigentlich gar nicht, was die tun. Die werden nämlich nur veräppelt, denn die Römer wissen ganz genau, aus dem Römischen Reich kommt nämlich nicht nur die Bewässerung, die Aquädukte und so weiter und so fort, sondern auch beispielsweise das ganze Rechtssystem, ja, und solche ganzen Geschichten. Nachdem heutzutage noch in der Justiz, ja, deswegen heißt die auch so, nämlich dann eben noch das ganze bürgerliche Recht auch noch drauf beruht und viele andere Dinge auch. Und der Herr Obelix, der heißt deswegen Obelix, weil er einen angeblichen Hinkelstein durch die Gegend schleppt, der aber nichts anderes ist als ein Ja. Obelisk, der letzten Endes ein Anbetungsstein gewesen ist für Baal, für heidnische Götter. Also dieser Mensch hier, der betet heidnische Götter an und möchte immer seinen Anbetungsstein immer mit dabei haben. Das ist eigentlich so der Hintergrund der Geschichte von Obelix. Und diese Steine sind natürlich jetzt auch in verschiedenen Geheimgesellschaften sehr, sehr interessant. Und auch heutzutage, ich hätte jetzt hier noch Bilder einkleben können vom Washington Monument und Freimaurern und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Man wird nur veräppelt, indem man halt hier ein Comic sieht und dieses Comic hat ganz, ganz viel okkulten oder geheimen Hintergrund. Gut, dann machen wir weiter. Also die Römer spinnen überhaupt nicht. Die Römer wissen eigentlich ganz genau, was die tun.
Woher kommt das Wort Verschwörung? Das ist die englische Bedeutung aus Etymology Online. Ich habe es jetzt aber auch in Deutsch übersetzt. Verschwörung aus dem 14. Jahrhundert. Natürlich gab es sie früher auch. Es geht jetzt einfach nur um dieses englische Wort erstmal. Eine Verschwörung böser ungesetzlicher Absichten. Eine Kombination von Personen für einen bösen Zweck. Also mehr als einer. Kombination von Personen. Mehr als einer. Aus dem Lateinischen conspirationem. Übereinstimmung, Vereinigung, Einstimmigkeit. Und von conspirare heißt übereinstimmen, vereinen, planen. Wörtlich heißt das, jetzt kommt es nämlich sehr interessant, zusammenatmen. Also eigentlich heißt es dann zusammenleben. Ne? Atmen ist ja leben. So. Oder wenn man so will, die zusammengefassten Seelen eigentlich auch. So. Und die Verschwörungstheorie im Englischen würde jetzt in Deutsch übersetzt heißen, Erklärung eines Ereignisses oder einer Situation, die ungerechtfertigterweise davon ausgeht, dass es durch die Verschwörung zwischen mächtigen Kräften verursacht werde. Und das hat natürlich absolut überhaupt keinen Sinn. Die Theorie heißt letzten Endes nur, dass man etwas vermutet, dass sich da mehrere Menschen zusammengefunden haben. Vergleiche jetzt hier Kombination von Personen für einen bösen Zweck. Und dass die eben Böses im Schilde führen, im wahrsten Sinne des Wortes. Okay? Weil conspire, ist nämlich jetzt interessant, ist die Endung spire drin. Von conspirare. Konspirieren. Man ist einverstanden, man schließt sie zusammen und man beschließt irgendwie eine Handlung und man atmet zusammen. To breathe together. Interessant, ne? Kommt nämlich dann wiederum von Spirare, haben wir ja schon, ne? Sea Spirit, also von Geist, geistig sich zusammensetzen und beispielsweise einen Plan aushecken, einen Plot, einen Plan aushecken, wie man jemanden aus dem Wege räumen kann. Nochmal zur Erinnerung. 80 Menschen waren eingeweiht, Minimum, bei der Ermordung eines einzigen Menschen, dem Julius Caesar. 80, nicht 2, nicht 12, 80, sagt zumindest Wikipedia. Und wie viel da noch hinterher ist, kann man, glaube ich, so vom Internet heraus nicht mehr rausfinden. Aber es kommt eben alles von Spirit, das heißt, es kommt von Geist. Und deswegen ist es eine geistige Geschichte. Man schließt sich also auch geistig zusammen. Man muss doch erstmal irgendeine Idee haben, wie man denn so einen Plot, wie man denn so eine Handlung, wie man einen Plan denn umsetzt. Also von daher muss es natürlich von Geist kommen. Und Spiritus oder conspirare, konspirieren, kommt nämlich aus dem Lateinischen und heißt also atmen. Respiration, die Atmung eines Gottes, also der Atem Gottes, ja, Breath of God, Inspiration, dieselbe Geschichte wie Inspiration, ja, Konspiration, Inspiration. Kon heißt dann nur mit mehreren zusammen. Also mehrere zusammen haben eine Inspiration, haben einen geistigen Anflug von Gedanken, sind im selben Geist und sagen, den werden wir aus dem Weg räumen. Also es geht sich jetzt hier um Menschen, die also dieselben Geisteskinder sind, ja, die also im ist ja ganz klar, im antichristlichen Geist zusammen sind, weil sie ja meistens eine Verschwörung planen, die eben böse ist. Also die logischerweise gegen irgendjemanden gerichtet ist, unter Umständen auch den Tod desjenigen hier einschließt. Ja, und Spirit von Konspiriertheit oder Conspirit heißt letzten Endes Geist, Seele, Atmung, Atem eines Gottes, Atem des Lebens, Charakter. Und die Bedeutung von Spirit als Substantiv heißt übernatürliches, immaterielles Geschöpf, Engel, Dämon, eine Erscheinung, ein unsichtbares körperliches Wesen von luftiger Natur. Ein Geist. Also man muss erstmal die Eingebung haben, sozusagen, eine Inspiration haben von einem Geist. Und dann später kann man dann erst sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Bande von Menschen getroffen, die im selben Geist ist wie ich. Und wir gehen jetzt hier da mal dran und schmieden einen Plan. Ja, und das ist dann immer eine böse Absicht. Denn die Konspiration, die heißt ja, dass man etwas im Geheimen, im Verborgenen tut. So wie der Jörg schon richtig gesagt hat, Jesaja 29, 15. Ne? Im Verborgenen. So viel mal jetzt eben von dem Wortursprung. Ne? Und die Theorie der Konspiration ist letzten Endes nur von Theoros, der Spectator. Also man betrachtet dann erstmal seine Theorie und eine Spekulation, Contemplation, eine Versinkung und so weiter. Also man macht sich darüber Gedanken, man kontempliert, würde man heutzutage schon fast sagen. Und es ist also dann so, dass man dann Gleichgesinnte erstmal suchen muss. Ansonsten ist es ja gerne Conspiracy, also Gleichgesinnte sucht im Geiste. Und das Schöne ist, dass wir heutzutage uns an der Sprache noch erfreuen können.
aber die Aussichten dafür sind sehr trübe. Die sind also dunkler als dieses Grau, weil die Sprache wird garantiert nicht nur nach George Orwell, Eric Arthur Blair, der den Roman 1984 geschrieben hat, irgendwann durch Neusprech ersetzt, sodass also niemand mehr weiß, was eigentlich mal irgendwie Konspiration gewesen ist. Der dritte Fall der Georgia Guidestones heißt nämlich: Vereine die Menschheit oder Humanity, vereinige die Humanität mit einer lebendigen neuen Sprache. Also eine Sprache, nicht mehreren Sprachen. Mono, eine Sprache für alle. Es gab früher mal so eine Sprache oder so einen Anflug, den hat der Papa von George Soros beispielsweise mal dann geübt. Das hieß Esperanto. Und eventuell kommt in der Zukunft eine lebendige neue Sprache auf uns zu. Wenn das so weitergeht mit der PISA-Studie da draußen, befürchte ich aber, dass diese Sprache aus Smileys sich zusammensetzt, damit das irgendwie jeder so ohne großartige Vorbildung noch versteht. Also die einfachste aller Sprachen ist natürlich dann auch eine Symbolsprache. Vielleicht mal so eine Anregung. Und manche Menschen glauben nur tatsächlich, dass Sprache, die heutzutage total verhunzt ist, irgendetwas dann heutzutage noch rausfiltern kann und man mit der Sprache heutzutage auch noch ein bisschen spielen kann. Das Doofe ist halt letzten Endes, dass da so viele was dagegen haben und dass viele Begriffe dann unter Hassrede und so weiter dann halt fallen. Ne? Dann darf man also viele Sachen darf man gar nicht mehr sagen, weil sie missverständlich sein könnten im besten Sinne und Gewissen. Und diese Georgia Guidestones sind natürlich auch nur eine Verschwörungstheorie, weil man bis jetzt noch nicht beweisen hat können, wer da genau hintersteckt. Wobei eigentlich könnte man das, wenn man denn dürfte oder wollte. Hier steht beispielsweise drin, auf diesem Cluster hier, 36 Guidestones für ein Zeitalter der Vernunft. In Sanskrit, im klassischen Griechischen, in babylonischen Kuniformzeichen, in ägyptischen Hieroglyphen und so weiter. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, Deutsch ist nicht dabei. So sieht das Ding von oben auf. Irgendjemand hat ja wohl irgendetwas vergossen auf der Deckelplatte. Wer ein Gehirn hat, kann sich da ja auch mal seine Inspiration zu Rate ziehen und kann sich mal dann überlegen, was das zu bedeuten hat. Ja? Denn diese Georgia Guidestones sind natürlich eine totale Theorie. Und diese Geschichte dieser Theorie beginnt in 1979, als ein Fremder, der sich identifiziert hat als Herr Christian oder Herr Christ, später dann R.C. Christian, also so wie Roman Catholic Christian, den eben den Herrn Joe Fente da besucht hat, der Präsidenten von Alberton Granit Gesellschaft und so weiter und so weiter. Das kann man sich jetzt alles durchlesen hier. Mal eine Frage nur ans Publikum da draußen. Das muss ja keine Theorie bleiben. Wir haben da keine Zeit für, aber es muss ja keine Theorie bleiben. Wenn jemand Zeit und Lust hat, möge er doch bitte schön dahin fahren oder sonst irgendwie sich da mal kundig machen und doch einfach mal fragen nach den Urkunden von dem Land beispielsweise, nach der Firma, die das alles gebaut hat und so weiter. Es muss ja Kaufverträge geben, es muss ja Aufträge geben und so weiter. Garantiert kann man da herausfinden, wenn natürlich die Behörden mitspielen, wer das da gebaut hat. Also diese Theorie muss keine bleiben, wenn sich da irgendjemand findet und natürlich dann auch die Autoritäten, die sogenannten, da mitspielen. Ne? Wenn eins von beiden nicht der Fall ist, handelt es sich da anscheinend um eine Konspiration. Denn Dinge, die anonym gewesen sind 1979, warum sind die 50 Jahre oder 40 Jahre später immer noch anonym? Könnte man ja auch aufklären, wer man denn wollte. Aber anscheinend möchten das einige Menschen nicht. Die bevorzugen halt einfach lieber anonym zu bleiben. Ne? So wie diese Gruppe hier, die heißt nämlich dann Anonymous, also die Leute ohne Gesicht. Ne? Heutzutage sind wir auf dem besten Weg dazu. Interessanterweise posiert ja jemand in einem Anzug vor einem römischen Lorbeerkranz, vor einem Globusmodell mit einem dicken Fragezeichen und hat dann als Maske auch noch den Guy Fawkes, einer der Verschwörer, keine Theorie, einer der Verschwörer des sogenannten Schießpulver-Komplotts oder Gunpowder-Plot, wo man einfach das englische Parlament im wahrsten Sinne des Wortes in Luft auflösen wollte, und zwar mit der Hilfe der tatkräftigen Unterstützung von Schießpulver. Ja, kurz davor, bevor dann die Bibel, aus der wir immer am liebsten zitieren, der Jörg und ich und einige andere auch, der König James Bibel dann geschrieben worden ist. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, der Gunpowder Plot, was keine Theorie ist. Nein, da haben sich wiederum Menschen verschworen. Und das ist dann wiederum politisch. Ich habe es jetzt hier nicht eingefügt, aber ich kann es natürlich mal eben hier mal eben reinschmeißen hier, den Gunpowder Plot. Das ist Da keine gibt's Verschwörung. Gerichtsakten zu, Michael. Das Bitte? ist also ganz deutlich, das ist geschichtlicher Fakt. Da gibt's Gerichtsakten von. Ja.
Ja, so viel mal eben dazu von wegen, ne, Gunpowder Plot, ne? Guck mal, hier haben wir aber den Plot mit drin. Und der Plot, den wir hier drin mit haben, den hatten wir hier in der Erklärung. Das dauert jetzt ein bisschen länger. Moment, habe ich jetzt hier gleich. Das habe ich doch hier. Wo habe ich ihn denn? Da, da ist er. Da ist er ganz dick und fett drin. The Plotting of Evil. Ja. Ja. So, und von daher, wie gesagt, also politische Geschichten hat es immer schon gegeben und wird es auch immer weitergeben. Und der Gunpowder Plot ist halt eine Verschwörung, ja, Pulververschwörung, da steht es drin. Ein Versuch britischer Katholiken am 5. November 1605, den protestantischen König von England, Jakob, also James, der Erste, seine Familie, die Regierung und alle Parlamentarier zu töten und am liebsten auch alle Bibelübersetzer mit dazu. Gell? Und das ist eben jetzt hier der Guy Fawkes, ein Sprengstoffexperte und ein Verschwörer, der heutzutage jetzt hier synonym ist. Die dritte Person von rechts ist Guy Fawkes, ja, der synonym ist für die Organisation von Anonymous. Die setzen sich die Maske eines Verschwörers und von einem potenziellen Mörder auf, der mit seinem Talent, sage ich jetzt mal so, mit seiner Arbeitskraft dann Menschen ins Jenseits hätte befördern wollen. Von einem potenziellen Mörder, jemand mit Mordabsichten. Muss man sich mal vorstellen. Und ihr glaubt, das ist alles jetzt hier irgendwie zu unseren Gunsten oder was? Also muss man sich mal vorstellen, aber wie gesagt, die meisten Menschen, die glauben, das ist alles irgendwie nur eine Maske. Ne? Das ist, heutzutage ist alles nur eine Maske. So, hier sind die 10 Gebote sozusagen, ist natürlich alles eine Theorie, wenn man die nicht beweisen kann, solange die noch nur eine Theorie ist, aber in der Praxis, denke ich mir, wird man sie an ihren Früchten messen können, ob wir jetzt irgendwann weniger Menschen auf dieser Welt haben, ob wir letzten Endes die Reproduktion dann staatlich lenken, ob wir eine neue lebendige Sprache bekommen, ob wir dann irgendwelche Dinge nur noch vernunftgemäß entscheiden, ob wir dann irgendwelche Dinge dann in der Zukunft mit einem Weltgerichtssaal dann irgendwie klären und ob wir dann später dann irgendwann sagen, Mensch, also du, sei kein Krebsgeschwür aus dieser Welt, ja? Lass der Natur ihren Raum. Also die Natur ist hier wichtiger als der Mensch. Und Nature steht am Schluss und am Anfang dieses Steins. Also ist Nature die absolut wichtigste Prämisse hier. Der hat sich alles andere unterzuordnen. Ja, aber da gehen wir jetzt nicht dran ein. Wie gesagt, Punkt 3 war diese Geschichte. Ne? Einige Menschen, die das jetzt so geistig einordnen wollten, haben beispielsweise dieses Symbol da drauf gemacht. Und haben geschrieben, nee, Gott ist Aberglauben. Aber und haben dann 666-Zeichen gemacht, ein satanisches Pentagramm, beziehungsweise ein Pentazirkel draus gemacht. Und ja, die Werbung, die daneben steht, die will ich jetzt gar nicht haben, aber ich wollte es nur mal sagen. Ne? Weil wichtig an der Geschichte mit den Verschwörungen oder den Theorien und der Bibel ist, einfach mal Fragen zu stellen. Jesus in der Bibel hat auch viele Fragen gestellt. Natürlich hat er die ein bisschen komplizierter gestellt als die jetzt hier. Weil das ist letzten Endes jetzt die Frage aller Fragen. Und das ist das, was wir zu unserer Schulzeit, der Jörg und ich und viele andere auch gelernt haben, Fragen zu stellen, um eben Antworten zu bekommen, damit man dazulernt. Meine Mutter erzählt mir immer aus meiner Kindheit, wo ich mich nicht mehr so wahnsinnig viel dran erinnere, wie nervig immer war, weil ich immer gefragt habe, warum? Ja, sagt sie, das ist eben so. Ja, aber warum ist das so? Ich habe mir das immer sehr zu Herzen genommen, diese Sesamstraße. Der, die, das, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. 1000 tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Ist so lange jetzt, als ich es gesehen habe, war ungefähr so ging die Melodie. Genau. Und ich habe meiner Mutter Löcher in den Bauch gefragt. Da hat die heute noch Magenschmerzen. Ja, aber wer macht das denn von unserer jetzigen Generation? Wer macht das denn heute noch? Heute laufen die Kinder mit 3 Jahren mit dem Smartphone vorm Gesicht rum. Ja, stell dir mal vor, du würdest in einer bestimmten Sitzung stehen mit ganz, ganz vielen wichtigen Leuten und würdest dann sagen, okay, wer, wie, was, warum, wieso, weshalb? Und dann würden die Leute sagen, Moment mal. Ja, Moment mal. Du also, bist ja ein Querdenker. Nein. Nein, ich muss mal eben, es dauert jetzt nicht so lange. Da ging es in einer seiner letzten Sendungen drüber, ne? Ja, das kommt ja in der nächsten Folge, die ist noch gar nicht raus. Habe ich die vorab gesehen dann, oder was? Nee. Weil das mit dem Auditorium, die Vendium da, was er gerade eben schon, das kannte ich.
Ja, das ist alles durcheinander gemixt jetzt, aber ist jetzt auch egal. Ne? Aber wie gesagt, das können wir jetzt ja mal hier so einmal etwas größer machen. Kann ich das etwas größer machen? Mache ich das andere Skript aber wieder zu, sonst schmiert der Computer gleich ab. So, speichern und groß. So, da können wir schneiden. Okay, so. Ja, aber es gibt anscheinend einige Dinge und einige Menschen, die sagen, nee, also bitte nicht fragen. Ihr dürft gewisse Dinge überhaupt nicht fragen. Das steht ja in völligem Gegensatz zu dem Bildungsauftrag der Sesamstraße, oder? Wie siehst du das, Jörg? Dass man nicht mehr hinterfragen darf. Steht doch da. Meistens regeln die Leute Fragen ab, von wegen, das darf man nicht hinterfragen, wenn sie keine Erklärung haben, die sie geben wollen, wenn ihnen gerade keine Ausrede einfällt. Nach dem Motto, der Teufel hat seine Großmutter erschlagen, weil ihr keine Ausrede einfiel, ne? Man darf bestimmte Regeln nicht hinterfragen, weil die eben einfach da sind. Warum ist das so? Das ist eben so. Das ist die Antwort, die man gibt, wenn man keine Argumente hat. Ja, das ist genau wie einem eine Ohrfeige hauen oder was. Schlagende Argumente. Wenn ich keine Argumente mehr habe, wenn ich meine Sache nicht begründen kann, dann haue ich dir eben eine runter und dann ist Ruhe in der Kiste. Und das ist hier im Grunde eine verbale Ohrfeige, dass man Regeln nicht hinterfragen darf. Man darf Regeln nicht hinterfragen, wenn man in einem totalitären System lebt. Das Problem ist, dass wir in einem totalitären System leben und dass keiner es zugeben will. Ja, man sieht ja auch hier, dass letzten Endes das von einer Autorität gesagt wird, einem Professor Doktor. Und das Wikipedia dann sagt, das ist ein Autoritätsargument. Aber im Endeffekt ist es keine Garantie für Wahrheit. Naja, ein Autoritätsargument finde ich auch ein interessantes Wort eigentlich, weil die Frage ist ja, wessen Autorität? Ja, Dann darum. ist ja die Frage, unterstelle ich mich der Autorität oder unterstelle ich mich der Autorität eben nicht? Da habe ich im Augenblick ein ganz großes Problem mit. Ich unterstelle mich der Autorität meines Vaters im Himmel und Jesus Christus und keinem Menschen. Aber wenn mir ein Mensch kommt mit seiner Autorität, dann kann der mich mal auf Plattdeutsch gesagt kreuzweise. Der hat keine Autorität. In der Bibel steht ganz deutlich beschrieben, dass wir Menschen alle Brüder und Schwestern sind in Jesus Christus und da ist keine Hierarchie. Und wenn einer jetzt außerhalb der Gesellschaft Jesu Christi, also nicht der Jesuiten, jetzt verstehe mich nicht verkehrt, sondern außerhalb des Körpers Jesu hier auf dieser Welt meint, eine Hierarchie machen zu müssen, kann er das gerne machen. Aber der Körper Jesu Christi wird diese Autorität niemals anerkennen. Und dann sitzen wir mit einem ganz anderen Problem. Dann sitzen wir mit dem Problem, dass wir hier zwei Welten nebeneinander leben haben. Das ist ein ganz anderes Problem, glaube ich. Also ein Autoritätsargument kann immer nur zählen für die Leute, die sich der Autorität auch unterstellen. Wenn ich die Autorität aber anfrage, anzweifle oder sogar ablehne, dann ist das Autoritätsargument an sich schon mal ein leeres, weil die Autorität nicht gegeben ist. Das Thema ist ja letzten Endes, wenn jemand sagt, das ist eine Theorie einer Absprache, einer Konspiration, eine konspirative Gruppe, wie auch immer, eine Verschwörungstheorie oder was auch immer, dann ist es so, da muss man ja Fragen stellen, um halt zur Wahrheit zu kommen. Und anscheinend sind Fragen stellen oder ist Fragen stellen heutzutage weder erlaubt noch gewünscht noch irgendetwas. Also daran sehen wir doch eigentlich schon, dass es da irgendjemand irgendetwas zu verheimlichen hat. Denn wenn man eben nicht fragen darf, dann braucht der andere auch keine Antwort zu geben. Wenn man also jemand anderem schon das Wort abwürgt, ja, dann hat man entweder keine Argumente oder aber man möchte letzten Endes, ja, wie soll man so, unter sich bleiben. Ne? So viel mal eben Ja, dazu ich einfach. möchte mal kurz ein Beispiel für nennen. Also in Deutschland gibt es ja so ein Thema, das darf man auch nicht hinterfragen, sonst landest du gleich hinter Gittern. Und in Amerika haben sie sowas auch eingeführt, nämlich nach dem 9. September, nach dem 11. September 2001, also 9/11. Da hat man auch gesagt, wir wollen diese Fragen im Keim ersticken. Was machen wir? Wir bringen deswegen einen 9/11 Commission Report raus, ja, der scherzhafterweise bei Leuten, die ihn gelesen haben, genannt wird der 9/11 Omission Report. Omission heißt Auslassung anstatt Commission von Kommissionsreport. Man dürfte die Dinge nicht mehr hinterfragen. Die haben in Amerika ganz schnell Regeln gemacht und Maßnahmen ergriffen, um Dinge rauszubringen, um dafür zu sagen, unsere offizielle
Verschwörungstheorie ist die einzig akzeptable und alle anderen sind, ja, sie haben ja nie gesagt, dass ihre Verschwörungstheorie eine Verschwörung ist. Sie haben gesagt, das, was wir bekannt machen, ist die Verschwörung und alles andere sind Verschwörungstheorien, die keine Gültigkeit haben. Und die haben sie versucht, im Keim zu ersticken, durch unter anderem solche Dinge wie den Patriot Act rauszubringen, solche Dinge wie die NDAA rauszubringen und solche Dinge wie den 9-11 Commission oder Omission Report rauszubringen, in dem noch nicht mal das Salomon-Gebäude World Trade Center Nummer 7 überhaupt erwähnt wurde. Merkwürdigerweise. Das ist Autorität hier in diesem Fall, wie die Autorität eben spielt. Ne? Und das sehen wir heute doch auch wieder, ne? In der Welt. Ja, absolut. Absolut. Es findet ja kein Diskurs statt. Und wie soll denn Aufklärung stattfinden? Und wie soll denn die Wahrheit gefunden werden, wenn man nicht diskutiert? Dann sagt einer, nö, wir haben die Wahrheit und ihr seid alle doof. Ja, weil die dürfen nicht immer hinterfragt werden, heißt letzten Endes, nö, wir diskutieren überhaupt nicht. Wir haben die Wahrheit. Wir sind im Besitz der Wahrheit. Ja, aber wer nicht fragt, bleibt dumm. Ist ja interessant. Jetzt die Sesamstraße sagt uns jetzt, also selbst die Sesamstraße aus den 1970ern sagt uns jetzt, ja gut, wenn wir nicht fragen dürfen, dann bleiben wir ja dumm. Das wollen die ja. Ja, ja. Interessant, wie man mit der Sesamstraße schon Sachen aufklären kann, oder? Die Sesamstraße war gar nicht mal so schlecht. Ja. In den 70ern. Mhm. Willst du ein B? So, und dann mal los mit der Verschwörung in der Bibel. Was steht denn in der Bibel zum Thema Verschwörung? Matthäus 5,33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Bösen. Also zu Deutsch, wer schwört und nicht die Wahrheit sagt, ja, ja, nein, nein, der ist vom Bösen. Damit haben wir schon wieder diesen bösen, negativen Inhalt der Verschwörungstheorie. Ja, aber eine Verschwörungstheorie, wie der Jörg schon richtig sagte, ist nur so lange eine Theorie, bis sie bewiesen ist. Da gab es mal Menschen, die haben, könnte man sich zumindest vorstellen, ich kann es nicht beweisen, die haben sich gelacht über einen alten Mann. Ja, über alte Männer lachen viele Menschen, auch heutzutage. Und die sagen, der war so dumm, der hat ein Schiff gebaut auf dem trockenen Land. Ja. Da muss man doch schon wirklich ziemlich einfältig sein. Aber das hat eben nur gegolten, bis eben die Flut kam. Ansonsten gab es eben dann nach der Flut 8 Überlebende. Oder andersrum gesagt, die Flut hatte ein Gutes. Die Flut hat bewiesen, dass es nur 8 Verschwörungstheoretiker waren, die überlebt haben. Die Wikipedia sagt uns, eine Verschwörung ist eine geheime Zusammenarbeit mehrerer Personen, haben wir schon herausgefunden, zum Nachteil Dritter. Der Begriff ist negativ besetzt. Ja? Die Bedeutung war ursprünglich die Verbindung von Personen durch Schwur zu etwas Üblem. Ja, Verschwörung, Menschen, die all zusammen geschworen haben. Und zwar übel. Und das genau steht in der Bibel drin. Alles, was darüber ist, über ja, ja, ist vom Bösen. Also man soll überhaupt nicht schwören. Und da hat Wikipedia jetzt recht. Aber Wikipedia hat nur deswegen recht, weil die Bibel das schon vor 2000 Jahren gesagt hat. Muss ich mal vorstellen. Vom Schwören und Vergelten. Durch Schwur zu etwas Üblem. Ja, überhaupt nicht schwören, ist vom Bösen. Ja, eine Konspiration, haben wir ja schon gesagt. Conspiracy. Ja, ein zusammenhängender Geist, ein Geist, der sich Menschen im selben Geist sucht, um einen Plot, um irgendeine Tat zu begehen, um irgendeinen Anschlagsplan und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter zu machen. Ja, um sich einen Vorteil zu verschaffen, beispielsweise Agententätigkeit oder geheimdienstliche Tätigkeiten. Ja, absolut das, was Jörg vor am Anfang der Geschichte jetzt hier da geschrieben hat. Machiavelli hat beispielsweise im Traktat Discorsi, ausgerechnet Discorsi, da war doch mal ein Papst, der das auch in Diskursi hatte, für eine Verschwörung als nötig erachtete und so weiter, entstand dann ein Bedeutungswandel des Terminus Verschwörung, der die Konspiration üblicherweise einschließt. Also, dass man mit mehreren Menschen zusammenhockt.
Dies wird verstärkt, weil Verschwörung im Englischen Konnotativ Conspiracy lautet und die Rückübersetzung dieses falschen Freundes gedanklich auch zur Konspiration führt. Also Verschwörungen ist immer im Englischen Conspiracy, und es gibt noch ein zweites Wort dazu, das wird uns dann in der nächsten Sendung über den Fuß laufen. Ja. Ja, ich wollte doch mal eben eine Frage stellen. Wollen wir vielleicht in dieser Sendung auch mal eingehen auf die Rede von John Fitzgerald Kennedy, der von einer monolithischen Verschwörung gesprochen hat? Das können wir gerne tun, aber ich habe da in diesem Skript bis jetzt ihn noch nicht bedacht. Das könnten wir dann vielleicht nächstes Mal ja machen. Ja. Das explodiert nämlich jetzt so ein bisschen dann, ne? Weil wir sind jetzt. Ja, das ist ja immer. Ich komme dazu. Du Ja, hast zwei ja. Sendungen geplant, ich komme dazu und auf einmal werden es 25. Aber der Punkt ist, lass uns das nochmal jetzt ein bisschen als so, wie sagt man so schön, Cliffhanger, so, wie heißt das denn im Deutschen so? So ein Nervenkitzel fürs nächste Mal, so Neugierigmacher. Das Was meint können wir der? gucken, was Tante Google sagt. Eine monolithische, Äußerst spannende Sache. Ein Fortsetzungsroman, der im spannendsten Moment abbricht. Toll. Nein, das bezeugt das alles nicht. Aber was meinte John Fitzgerald Kennedy in seiner berühmten Rede über die sogenannten Geheimorganisationen, wie die Rede ja genannt wird, mit einer monolithischen Verschwörung? Da sollten wir vielleicht nächstes Mal drauf eingehen oder mit drauf eingehen. Hätte ich Lust zu, das mal in Deutsch zu besprechen. Monolithische Verschwörung. Ja, und Ja, dann dann müssen ist es wir. mit H, Monolithic. Lithic, TH. Dann wisst ihr ja schon, was in der nächsten Folge rankommt. Und es werden wahrscheinlich dann drei Folgen werden, aber das macht ja nichts. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es ein Thema ist, was aus diesem biblischen Gesichtspunkt wahrscheinlich die wenigsten beleuchtet haben. Und das würde mir Spaß machen, wenn ihr demnächst auch wieder dabei wäret und uns da Gesellschaft leistet, um halt selber zu sehen, wie sehr die Bibel recht hat und was da noch alles kommt. Und wenn ihr wüsstet, was da jetzt noch alles kommt, dann würdet ihr wahrscheinlich dann auch Fragen stellen. Denn Fragen sollten wir stellen. Wir sollten uns nicht alles immer vorsetzen lassen, denn schließlich haben wir irgendwie einen Kopf zum Denken. Und wenn ich einen Kopf zum Denken habe, dann muss ich halt Fragen haben. Ich muss mir beide Seiten anhören. Und ich denke, wir haben in unserer Geschichte schon ganz viele Verschwörungen gehabt, die auch bewiesen sind. Und ich behaupte, dass die Geschichte um Nixon keine Verschwörung gewesen ist. Ich behaupte, dass das gesteuert gewesen ist. Ich behaupte, dass es das gar nicht so ist, was da außen hin dargestellt worden ist. Es gibt ganz, ganz andere Dinge, die wirklich eine Verschwörung gewesen sind. Wenn beispielsweise ein Julius Caesar sein Leben verliert, dann ist das eine Verschwörung und viele andere Dinge auch. Und wenn wir gerade dabei sind, als Julius Caesar und den Mord, bei JFK gab es auch einen Mord, in dem eine ganze Menge Menschen verwickelt gewesen sind, eine ganze Menge Menschen darüber Bescheid gewusst haben mussten und auch eine ganze Menge Menschen bis heute dicht gehalten haben. Das ist vielleicht auch eine Geschichte, die dann an Caesar so ein bisschen erinnert, mit dem Tyrannenmord. Und welche Organisation hatte jetzt nochmal diesen Tyrannenmord als Rechtfertigung? Na, ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Zeit und eure Lust und euer Ausharren und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid, wenn es darum geht, was sagt die Bibel über Verschwörungen. Und jetzt gebe ich natürlich, wie traditionell eigentlich gedacht und gewünscht und schon immer so gehabt und aus Tradition das Wort weiter an den Jörg, damit er die Geschichte jetzt hier zu einem runden Ende bringt. Vielen Dank für eure Geduld und danke, Jörg, für deine Mitarbeit. Wie wichtig es in diesem Zusammenhang ist, die Bibel zu lesen, ist daran zu sehen, dass der wichtigste Bibeltext über eine Verschwörung hier noch gar nicht genannt wurde in der allerersten Sendung. Also eine Aufgabe für die Zuschauer, bis zum nächsten Mal die Bibel zu lesen und den, zumindest in meinem Verständnis und wahrscheinlich auch in Michaels, wichtigsten Text zu einer Verschwörung aus der Bibel mal herauszusuchen. Schreibt das mal in die Kommentare und gebt damit zu kennen, dass ihr a. aufmerksam dieses Video verfolgt habt, b. interessiert seid in das Thema dieses Videos und c.
dass ihr auch in der Lage seid und willens seid, die Bibel zu lesen und zu verstehen. Und deswegen verbleibe ich mit meinem ausdrücklichen Wunsch an euch. Möge Gott euch hüten, beschützen und segnen. Und bitte, lest eure Bibel. Maranatha. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us, and who knoweth us? So many think God does not see their sin. Woe to those who think they can hide from Him. God is grieving, He knows and He sees. Isaiah 29 verse 15. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us, and who knoweth us? The eyes of the Lord are everywhere, beholding the evil and good. Walk in the light, don't try to hide from the Lord. Woe unto them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are